Hallo, mein Name ist Dr. Uwe Mautz. Ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie im Klinikum Kirchheim und jetzt gibt es eine Minute Medizin. Lassen Sie uns heute über Schlaganfall sprechen. Schlaganfall ist eine plötzliche Funktionsstörung des Gehirns, meistens eine Durchblutungsstörung, manchmal auch eine Hirnblutung, also ein Gerinnsel, was ein Gefäß verstopft oder ein Gefäß, was platzt. Es trifft vor allem die älteren Menschen über 60, im Alter zunehmend, aber es kann auch junge Menschen treffen. Da ist es wichtig, dass man schnell die Situation erfasst, schnell reagiert und Patienten sofort in die Klinik kommen, wo sie entsprechend versorgt werden. Jeder kann die Symptome eines Schlaganfalls erkennen. Da gibt es zum Beispiel eine sogenannte FAST-Regel, Face, Arm, Speech und Time. Das heißt, Mundwinkel anschauen, hängt ein Mundwinkel, Arme vorstrecken, sinkt Arm ab. Sprache ist eine Sprachstörung oder eine Sprechstörung und Time, dass man sich dann zügig, also schnell den Rettungsdienst 112 anruft, damit diese Menschen umgehend in die Klinik kommen, die Schlaganfälle versorgen.